Hallo, seid gegrüßt, edle Leute, zu einem neuen Let's Play. Und zwar ist es Grand Age Medieval. Ja, wir sind hier drinne, weil ich das so oder so gerne spielen wollte, aber momentan ist es mit Project Zomboid etwas schwach und Torchlight ist auch gerade nicht verfügbar. Das heißt, ich denke mal darüber nach, dieses Spiel, was ich gerne spielen wollte, dafür mal zu bringen. Dieses Spiel hat keinen festen Platz in meiner Liste, sondern wird einfach zwischendurch mal mit reingestreut. Ja, mal schauen, wie es wird. Mich freut es einfach. Diese Grafik finde ich total cool. Strategie ist auch mein Ding. Also lassen wir uns das mal hier zu Gemüte gehen. Grundlagen der Bedienung sind gefragt. Das fangen wir doch mal gerade an und gucken mal durch. Die Spielwelt ist sehr groß. Kannst Bildschirmausschnitt und Hilfe des Mausrades kontrollieren. Genau da, so kann man ganz weit rausscrollen. Super geschafft. Mit den Tasten WASD können wir dann hin und her gehen. Auch geschafft. Meine Güte, was sind wir heute wieder gut. Die mittlere Maustaste soll ich drücken. Zoom mal rein, nah hinein und hinaus. Ja, da fängt der Spaß schon an. Soll ich mit WASD das vielleicht erstmal auf unsere Stadt gehen? Wo ist sie denn hier unten? Und dann zoome ich da ganz doll rein und kann da reingucken, oder? Da sind sie ja. So, und jetzt rotiere ich die Kamera. Ah, jetzt habe ich es geschnallt, was die von mir wollten. Jetzt zoomen wir wieder raus, bis wir ein Symbol und Stadtnamen haben. Und jetzt klicken wir auf das kleine Militärsymbol, um, ja, unseren Speer zu haben. Rechtsklick. Machen wir jetzt auf eine Position und dann läuft er dahin. Auch schön. Ah, nach da oben soll er hin. Okay, dann läuft er halt nach Budapest. Ah, ich muss das mit dem WASD noch reinkriegen, ne? Ich verschiebe die Karte halt gerne auch mit der Maustaste. Ja, jetzt läuft er dahin. Ah, da ist eine Stadt, wo er langläuft wohl. Eine Straße, wo er langläuft wohl. Ist also nicht ganz doof, das Kerlchen. Im Feldweg. Und ja, da ist eine Straße, die ist etwas besser. Oh, der hat wohl eine Abkürzung genommen, ist nicht über die Straße gelaufen, der Himmelhund. Naja, okay. Ja. Jetzt kann ich das Stadtzentrum anklicken. Habe ich gemacht. Soll dann auf Diplomatie wählen. Hab ich auch gemacht. Ich habe bereits das eine oder andere über euch erfahren. Lasst uns sehen, was davon wahr ist. Okay. Ich soll dem Angebot unterbreiten. 43.000 soll ich machen. Ja. Handelsabkommen soll ich fordern. Was habt ihr zu bieten? Ein Handelsabkommen. Geht das auch schneller? Ja, geht's. Machen wir mal 43.000, so wie das da steht. Tja, weiß ich nicht, was er da jetzt von mir will. Wo kriege ich denn das Handelsabkommen hin? Wenn der sein Dingens hier nicht hätte, Spruch, dann wüsste ich, ob dahinter noch was ist, ne? Forderung, Handelsabkommen. Ja. Angebot sind 43.000, das müsste ja das sein, was wir da brauchen, ne? Ja, euer Hat wohl Angebot geklappt. Ist mir eine Freude. Ah, schön. So, in Sofia gibt es jetzt einen Händler. Dann werde ich das hier wohl schließen müssen, ne? Wo ist denn Sofia jetzt?
Da unten. Da muss ich das Symbol da anklicken. Jetzt müssen wir eine Route planen. Tja. Jetzt muss ich das... Ja, was muss ich jetzt machen? Da blinkt alles, aber... Aha, okay, das war alles, was der mir sagen wollte. Verschiedene Bereiche anschauen, ja, ganz viel Holz. So sieht's dann aus, auch gut. Ziegelei, Getreidehof, Früchtehof. Ist das hier Produktion? 100% von allem. 50 sind Arbeiter benötigt und 50 sind auch da. 400 kostet das hier, da 150, 400, 200. 6 in der Woche produziert. Und 33 kostet das Fass und naja, die Preise sind halt unterschiedlich. Handel? Ja, Handel. Dafür haben wir einen freien Händler eigentlich, der das dann durch die Gegend karren soll. Okay, da gibt's 4 Fässer, 2 davon sind grün, haben wir wohl. Auch schön. Das wird in der Stadt wohl verbraucht. Und das sind alle Städte. Ja, habe ich mir alles angeguckt. Freuen die sich. Ja, da ist ein kleines I. So, Handel. Den. Ja, Handel habe ich gewechselt. 50 Fass soll ich kaufen. Also, okay. Das war zu viel, das passt. Haben wir auch schon geschafft, okay. Ja, wenn ich mehr kaufe, steigt der Preis, oder ist so umgekehrt, ne? So, jetzt soll ich den Stadtdialog schließen. Habe ich auch gemacht, super. Soll ich meinen Händler nach Budapest schicken? Wahrscheinlich geht das hier, ne? Also, wer ist der wieder, ne? Und dann rechts auf die Taste klicken, statt klicken. Habe ich das jetzt richtig gemacht oder war das jetzt falsch? Sehr wohl. So, jetzt habe ich es richtig gemacht. Die Zeit kann ich dann beschleunigen. Wo ist der Händler? Da ist er. Das möchte ich nur auch mal sehen. Ah, da ist das Schwertchen. Vollgas, wow. Und, naja, die Reifen sind schon blank. So schleift er durchs Gelände. Alles klar. Okay, dann drücken wir mal die Leertaste, weil das dann schneller gehen soll. Ich sehe jetzt gerade nicht die Zeit laufen. Ah, da oben ist es. Ah, ich muss die Taste festhalten, damit es schnell läuft. Alles klar. Irgendwann kommt er an. War das oder war es jemand anders? Ja, jetzt wäre es der, ne? Gute Frage. Da unten ist meiner wohl. Aha, alles klar. Da läuft er. Das war ein anderer Händler da gerade. Okay, jetzt kommt er an. Gut. Budapester Stadtdialog öffnen. Habe ich gemacht. Händler habe ich ausgewählt. Das passt schon. Verkaufe 50 Ziegel. Ja, hat wohl geklappt, ne? Steht jetzt nicht so genau, wie man das macht, aber passte wohl. Gut, haben wir auch gemacht. Die allgemeine Spielgeschwindigkeit kann ich hier oben einstellen. Okay, alles klar. Auf 0,1 sogar. Wow, so langsam geht das. Wow. So, da sind Einheiten, die nichts zu tun haben. Ja, Spiel wird gerade gespeichert. Auch schön. Achso, da ist 0 nehmen. Da ist jetzt der Krasimir Karadzic. Oder Karadzic, doch, so heißt er wohl. Ist auch ein Händler. Achso, das ist der Händler, ne? Die haben wir und unseren Speer dann wahrscheinlich, ne? Genau.
Spieletipps, wenn nur alle Informationen. Ja, dann machen wir die doch mal auf, ne? Und da können wir alles lesen. Wunderbar. Ja, gut. Das Fragezeichen müssen wir uns merken, ne? Ja, das war's wohl für die erste Runde dann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ja, ich freue mich dann, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es dann vielleicht mal so richtig losgeht. Aber vielleicht sind noch ein paar Tutorials zu erledigen, die wir dann erst machen. Gucken wir mal rein, ne? Ich spiele es bis jetzt noch blind. Ich habe gerade das, was ich mit euch hier zusammen gemacht habe, auch das erste Mal gemacht und mehr nicht. Aber das wird schon werden. Bis dahin. Tschüss.